Ich unterstelle gar nichts, mache mich ein bisschen stutzig. Aber nochmal auf die offenen Grenzen zu kommen. Würden Sie denn sagen, dass das, was wir im Moment in Europa erleben, jetzt sind wir schon bei dem Wort Obergrenze, ja, wo man mal sehen muss, wie viel der Libanon aufnimmt zum Beispiel. Es gibt natürlich eine Obergrenze für ein Rettungsboot. Die gesamte Titanic würde nicht in einem Rettungsboot Platz finden. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Jemand, der das behauptet, der ist einfach ahnungslos. Da sind Sie aber Frau Merkel schon weit voraus, Herr Jebsen. Ja. Ich will das nur sagen. Also. Da muss man aber diskutieren, haben wir denn diese Obergrenze schon erreicht? Und da muss man sich die Frage stellen, ja, oder auch mal das Verursacherprinzip, wer wirft denn mehr Bomben in der Region ab? Ja, also die Länder, wo die Flüchtlinge landen, also sind das die Libanesen, die dort bombardieren, oder ist es der Westen, dass man das ein bisschen besser verteilt? Ich möchte es mal anders formulieren. Ich habe mal in einem Text geschrieben, angenommen, es würde für jeden Flüchtling eine Prämie geben, 200 Euro. Und die kriegt nur der, der nachweisen kann, dass er an der Vertreibung beteiligt ist. Da würden die Deutschen aufschreien, Entschuldigung, die anderen haben unsere Flüchtlinge. Würden sie machen. Würden sie runterrechnen, die werden über Rammstein erzeugt worden, da greift die Türkei unsere Flüchtlinge ab und kassiert. So ist es, dass nur Kosten erzeugt werden. Aber ich möchte zurück auf das kommen, was Sie andeuten. Offene Grenzen, all das, ein eingeleiteter Clash. Höre ich daraus, dass das ein Masterplan ist? Ja, definitiv. Also das ist ein großes geostrategisches Konzept, was hier unterwegs ist. Ja. Also der Flüchtling als Waffe? Richtig. Also die Idee stammt ja nicht von mir, sondern ich habe das als einer der ersten aufgegriffen. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, Kelly Greenhill. Da ist ja das Buch unterwegs. Das ist ja ganz toll. Haben Sie sich abgesprochen? Nein. So ein Zufall. Ja. Also hat er das Buch dabei. Nein, das hat also der Kopfverlag auch übersetzt. Wer es auf Englisch lesen will, Cornell University Press, Weapons of Mass Migration. Und das ist also so entstanden, das Buch nicht, aber ich bin so darauf gestoßen, dass ich mir selbst überlegt hatte, das wirkt alles so systematisch und so geplant, diese ganze Flüchtlingswelle und wie sie auch ein Land wie Deutschland unter Druck setzt, könnte das vielleicht eine Waffe sein. Ja? Mhm. Militärs machen ja alles zur Waffe, sogar Menschen. Ja? Und tatsächlich gibt es das, dieses militärische Konzept der Migrationswaffe, wo also Emittenten von Flüchtlingen zum Beispiel versuchen, andere Länder A, entweder unter Druck zu setzen, um etwas Bestimmtes zu erreichen, oder tatsächlich zu zerstören durch zu große Flüchtlingswellen. Ja. Und wir können ja hier erleben, was hier passiert. Mit dieser 1 Million oder 1,5 Millionen, die haben wir jetzt sozusagen vielleicht gerade mal weggesteckt. Mhm. Aber angeblich werden ja nächstes Jahr noch mehr kommen oder mindestens genauso viele. Und natürlich ist das total zerstörerisch. Mhm. Ja? Mhm. Denn man darf ja eins nicht vergessen, die Grenze wird immer so verteufelt. Ja? Oh, wer sich abgrenzt, das ist irgendwie Nazi oder sowas. Ja? Das dürfen wir ja gar nicht und so. In Wirklichkeit ist ja die Grenze eine absolute, essentielle Bedingung des Lebens gewesen, überhaupt, um sich zu organisieren. Ja? Und eine Zelle mit ihrer Membran kann auch nicht alles reinlassen, dann würde sie sich auflösen, ganz einfach. Und hier geht es einfach um eine totale Desorganisation Europas, offenbar an erster Stelle. Ja? Und die Flüchtlinge werden sozusagen systematisch freigesetzt im Nahen Osten, Nordafrika. Dort bluten Staaten aus? Ja, natürlich. Die Migrationswaffe wirkt nach beiden Richtungen. Also in Bezug auf das Zielland und in Bezug auf das Emittentenland. Ja? Mhm. Weil ein Land wie Syrien, das jetzt Millionen junge Männer verliert, kann sich A, nicht mehr verteidigen und B, kann es sich auch nicht wirtschaftlich mehr aufbauen. Ganz einfach. Ich habe also als lachender Dritter zum Beispiel, habe ich zwei Feinde im Prinzip geschädigt, wenn ich das wollte oder wenn das der Plan war. Ja? Mhm. Deswegen sind auch diese Migranten allermeistens selber Opfer. Sie werden nur benutzt. Also sie sind Vertriebene zum Beispiel, Vertriebene durch die amerikanischen Kriege oder die US-initiierten Revolutionen. Also ganz Nordafrika ist ja im Prinzip zum Failed State gemacht worden. Natürlich wollen die Leute da weg oder müssen sie auch weg. Ja? Mhm. Und sie werden hier rübergelenkt. Das hat natürlich System.